Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pure Farming 2018. Mein Name heißt Gardehol, schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, eigentlich warten wir darauf, dass das miese Wetter sich verzieht und wir endlich ernten können. Aber da ist uns was anderes dazwischen gekommen, denn unsere Kohlköpfe sind reif und nicht nur das. Nein, wir müssen auch nochmal düngen. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir gucken mal, ob wir mit dem kleinen Hänger vielleicht mal mehr Dünger zum Gewächshaus bringen können. Das Problem ist nämlich, dass immer zu wenig. So, warte mal. So. Insgesamt hatte der eine oder andere ja auch schon gesagt, dass ihm vielleicht möglicherweise die Maschinen und damit auch willkommen dir zurück. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Wir nehmen mal 16 Säcke. Da sind sie drauf. Gucken teilweise hier durch die Verkleidung da durch. Das ist natürlich nicht so schön. Und jetzt hänge ich hier irgendwo vor, wieder von der Alpha-Plane. Diesmal war es das Feuer. Okay. So, auf jeden Fall, wenn wir dann mehr Gewächshäuser haben, dann brauchen wir so einen kleinen Trecker, mit dem wir all diese Dinge tun können. So, und die Frage ist jetzt, nachdem das Menü ist nämlich verschwunden, wir gucken mal jetzt hier. Und da sehen wir Statistik, Gewächshäuser, Effizienz, Ernte verloren. Warum haben wir Ernte verloren? Weil... Oh, warte mal. Hier ist reif, auf jeden Fall. Weil wahrscheinlich nicht genug Platz auf den Paletten war. Schade, dass man hier die Kohlköpfe nicht drin sehen kann. Was man aber auf jeden Fall sehen konnte, war Wasserlevel, beziehungsweise wenn entsprechend gesprüht wird. Also wenn, wie heißt das im Gewächshaus? Wenn beregnet wird, oder wie heißt das da? So, das heißt, wir können jetzt die erste Ernte aus unserem Gewächshaus einfangen. Ich bin mal gespannt, wo wir die verkaufen und was wir dafür bekommen. Ich glaube, die können wir exportieren. So, Ladung bewegen. Ich bin übrigens nicht einverstanden mit dem einen oder anderen Kommentar, der gesagt hat, ist doch völlig logisch, 16 Tonnen, dass beide, der blaue und der gelbe Hänger, gleich groß sind und die gleiche Anzahl Säcke drauf bekommen. Hat jemand behauptet? Bitte nochmal erklären, ich verstehe es nicht. Oh, wie cool! So, warten wir mal, ob noch welche nachkommen. Verschieben von Ressourcen abgeschickt, wie geil! So, wir gucken mal, wo können wir das eventuell verkaufen. Auf der Map. Und wir drücken N. Services, Werkstatt, Trade Center. Trade Center ist allerdings für die Maschinen. Logistikzentrum ist verschieben. Lagerräume, Schuppen, Gewächshäuser. Metzger, Rapsilo. Molkerei nimmt, denke ich mal, die Milch an. Die müssen wir auch noch verkaufen. Lebensmittelmarkt. Der könnte eventuell die Lebensmittel annehmen. Das probieren wir mal. Also, heute geht es dann doch noch nicht um die Rapsernte vielleicht. Weil der ist noch nicht reif. Also das machen wir jetzt alles über das Tablet. Finde ich auch nicht schlecht. Warum nicht? So, guck mal hier. Da sieht man übrigens dann auch wachsend. Geschätzter Profit 4222. Das wäre ein bisschen traurig. Last Ernte, vorgeschlagene Ernte, Getreide. Wird dann vorgeschlagen, was wir darauf pflanzen sollen. Effizienz, aktuelle Rentabilität. Maximale Einnahmen, was wir hier leider nicht sehen, dafür müssen wir die Drohne einsetzen, ist, ob eventuell im Feld irgendwas fehlt. Und diese Alpha-Plan nerven gewaltig. Liebe Entwickler, bitte wegmachen. So, wir fahren immer im Feld vorbei, ob wir das hier sehen können, wenn wir daneben stehen. Nee. Das ist schon so ein bisschen, da bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich meine, das Spiel hat sonst alles richtig gemacht bis jetzt. Oder sehr viel, sagen wir mal so. Wir können unser Gemüse auch zwischenspeichern, wir haben so einen kleinen Gemüsespeicher. Wenn wir das da lagern, wenn wir zum Beispiel wissen, der Kohlpreis ist nicht so gut, dann können wir es da einpacken und wir können es von da natürlich auch exportieren. Und wir müssen schon wieder Schafswolle verkaufen, schon wieder voll. Alter, wir sind ja wollreich. Verstehst du? Wollreich? Ich habe übrigens zwischen den Folgen auch ein paar Sachen für euch ausprobiert. Hashtag Service. Unter anderem habe ich probiert, was denn passiert, wenn wir zwei Hänger hintereinander hängen. Und im Wesentlichen ist da passiert, dass man nur einen Hänger benutzen kann. Also auch hier noch nicht fertig oder nicht gewünscht. Oder beides. Weil wenn es nicht gewünscht ist, dann müssen wir es auch nicht fertig machen. Ja, klar. So, hier ist der Händler. Guten Tag. Guten Tag. So, wir verkaufen mal. Blub, 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 blub.
3800 für wenig Aufwand, da kann man nicht meckern. Okay, das heißt jetzt... Oh. Das heißt jetzt, das Gewächshaus müsste eigentlich weiter laufen jetzt. Da dürfte ja nichts fehlen. Und wir könnten entsprechend die Zeit weiter vorlaufen lassen, ne? Machen wir mal. Nehmen wir hier auf L. Damit unser Getreide reif wird. Derzeit verkaufen wir mal ganz schnell die Schafswollpaletten. Also mit den Schafen, das lohnt sich auf jeden Fall. Tiere brauchen dann aber auch sehr viel Zuwendung. Ich habe zwischen den Folgen jetzt schon wieder überall futtern müssen. So. Ja, und außerdem sind gleich die 2 Tage rum. Da müssen wir mal dringend nach den Hühnereiern gucken. Denn da bin ich mir nicht so sicher, ob wir die Hühner dann zum Schlachter bringen oder ob die überhaupt keine Eier legen oder wie das funktioniert. Ob wir die von Hand tragen müssen. Das ist übrigens eine Sache, die ich hier sehr toll finde. Ihr wisst ja, ich bin nach wie vor großer Fan vom Agrarsimulator. Und eben dieses Kleinteilige, man muss dann hier und da nochmal was irgendwo hinbringen oder wegbringen, finde ich persönlich sehr, sehr, sehr toll. Und könnte gerne von mir in mehreren Spielen drin sein. Für Cattle Crops ist ja auch schon angesagt. So. Ja, wir haben ja noch fast einen Monat Zeit der Entwicklung, aber wenn ihr schon mal vorbestellen wollt und sparen, ich weiß nicht, wie lange der Code gilt, doch steht in der Beschreibung, wenn er gilt. Ich weiß aber gerade nicht auswendig. Könnt ihr 10% bei der Special Edition sparen bei unserem Partner Games Rocket. Und wenn ihr meinen Spezial-Freundschaftscode Garderol Pure nutzt, spart ihr nochmal 10%. Ich glaube, das könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben. Das ist beim Checkout, oder? Ich weiß das gerade nicht, den Ablauf auswendig, aber ich glaube, es ist so, man legt das in den Warenkorb. Und beim Checkout sagt man hier Gutscheincode einlösen und dann gebt ihr das da ein und dann werden die 10% nochmal vom Warenkorbpreis abgezogen. Irgendwie so. So, nächste Ladung Wolle. Und wir gucken mal kurz auf die Statistiken. Ob es unseren Tieren gut geht. Das sehen wir hier. Futter ist da, Futter ist da. Wunderbar. Und wir müssen aber die Milch verkaufen, glaube ich. Futter... 11.000, also mit den Tieren aber gut verdient. Das Gewächshaus müssen wir demnächst mal wieder Wasser hinbringen. Und das Feld ist wachsend. So, also wenn ihr euch fragt, ja, was mache ich dann, während eigentlich ansonsten nichts passiert im Spiel, seht ihr schon, ihr müsst euch dann um die Tiere kümmern und so weiter. Und jetzt, pass auf, jetzt habe ich mal einen Gedanken für euch, während wir hier hin und her fahren, kann ich ja mal ein bisschen mit euch quatschen. Was ist denn jetzt eigentlich... Wenn wir auf einer Map dann spielen, wir ziehen dann um, wir verschieben die Maschinen, das werde ich euch dann demnächst zeigen. Das war wirklich eine coole Idee. Und wenn das dann hier weiterläuft, dann heißt das ja, wir müssen regelmäßig nach Hause in die Heimat, in die Tiere füttern und dann wieder in den USA. Und ich finde das eine schöne Geschichte. Also wir haben so einen kleinen Hof hier im Bayerischen Wald, haben wir angefangen und haben da unseren Ursprung. Doch dann hat es uns in die USA gezogen, wo wir einen großen Hof gekauft haben. Hat keiner gesehen. Wo wir einen großen Hof gekauft haben und unser Start-Invest sozusagen haben wir in der Heimat gehabt und dann sind wir in die große, weite Welt hinausgezogen und wollen dort entsprechend mehr. Mehr was auch immer. Ja, Hubdorn. Jedenfalls 18 Uhr haben wir. 3 Tage dauert das Reifen. Das heißt, zwischenzeitlich könnten wir mal eben kurz, wenn die Wolle wieder soweit klar ist. Und das ist wirklich was, was mich jetzt irritiert. Ich habe zwischen den Folgen mal die unterschiedlichen Fahrzeuge probiert. Also mal so ein LKW und Auflieger und alles probiert. Im Moment ist nur dieses Fahrzeug dazu in der Lage, die Wollpalettensäcke zu transportieren. Und es steht nirgends. Also das sind so Sachen, das sind noch so Baustellen. Aber es ist ja nur Preview, ich weise nochmal drauf hin. So. Die fahren wir da weg und dann würde ich sagen, wir bringen mal kurz Wasser zum Gewächshaus. Also ihr seht, jede Menge zu tun hier, selbst während wir hier unterwegs sind. Und jetzt nochmal eine andere Frage. Ihr könnt mal kurz noch drüber nachdenken. Was meine ich wohl? Was finde ich hier gerade sehr, sehr toll? Habt ihr es bemerkt? Denkt mal drüber nach und wenn wir wiederkommen, dann verrate ich es euch. Also dranbleiben lohnt sich. Die Auflösung gleich nach der Werbung.
So. Also 6000, wenn wir hier dranbleiben, dann machen wir pro Fahrt 6000 und beim Kontostand von 260.000 lohnt sich schon. Würde dennoch gerne lieber einen größeren Zug haben, wo wir das draufpacken können. Und jetzt wollte ich gerade sagen, wir können ja nicht Zugstrecken bauen, aber ich bin total von diesem anderen Spiel, Rise of Industry, gerade eingenommen. Och. Heieiei. So. Okay, jetzt haben wir es aber. Und dann habt ihr, glaube ich, auch langsam genug gesehen vom Wolle verkaufen. Sogar ein fliegender Wechsel. Ja, aber was sich dann noch andeutet, ist, dann haben wir hier auf der Deutschland-Map, weil die wirklich sehr klein ist, auch alles gesehen. Wir werden es dann noch ernten, das machen wir in der nächsten Folge. Halt die! Und dann ist auch die Frage, ob wir das irgendwie, wenn wir jetzt zum Beispiel, könnt ihr mir vorstellen, wenn wir zum Beispiel, also das hätte ich als Entwickler jetzt so gemacht. Ob die es jetzt auch so gemacht haben, weiß ich nicht. Wenn ja, gutes Zeichen. Eingebildet sei. Hätte ich so gemacht, dass Sachen, die wir hier auf der Deutschlandkarte speziell herstellen, in anderen Ländern, wenn wir sie da verkaufen, mehr wert sind. Ja, also zum Beispiel, ich baue in Kolumbien, bauen wir ja den Kaffee an. Jetzt bauen wir den Kaffee in Kolumbien an und exportieren den dann nach Deutschland, hierhin. Gut, hier ist kein Verkauf. In die USA. In Kolumbien kriegen wir da meinetwegen pro Kilo 15 Euro. Ja, das wäre schön. Ich glaube, da würden sich Kolumbianer darüber freuen. Also in Kolumbien kriegen wir pro Kilo 30 Cent und in Amerika kriegen wir 47 Cent. Sowas zum Beispiel. Ja? Das ist ja das Chibo-Logo, was den Kaffee teuer macht. Nicht die Arbeit der Mitarbeiter. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Kinderinnen. Kindersternchen-Innen. So. Ich wollte doch eigentlich das Gewächshaus wässern. Entschuldigung! Ja, und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, ob wir wirklich durch den Raps nur 4.000 verdienen. Denn das, würde ich sagen, wäre doch ein bisschen wenig. Und vor allen Dingen, was ich auch testen wollen würde, ist, ob das Rohr von dem Mähdrescher über den großen neuen Hänger geht. Weil das wäre ansonsten ein bisschen blöd, wenn er so klein wäre. Also wenn das Rohr so klein ist, dass man damit in keine Ecke reinkommt, ist auch doof, ne? Schisch. Stabil, Alter. Die Wims 1 Skala wohl. So. Da scheiden sich die Geister. Okay. So, ich fahre mal hier rum. Nicht, dass unser Gewächshaus jetzt eingetrocknet ist. Es ist übrigens so, das habe ich glaube in der letzten Folge auch schon ein bisschen angedeutet, wenn wir das nicht ordentlich machen, wenn also zum Beispiel die Eier 2 Tage rumliegen, deswegen müssen wir morgen früh mal drin gucken. Und was gibt es Schöneres als ein Frühstücksei? Wunderbar. Übrigens vergessen, Bananen aufzuschreiben. Auf den heutigen Einkaufszettel. Die sollen gut helfen gegen Krämpfe. Ich bin heute Morgen mit Krampf aufgewacht in der Wade. Kennt ihr das? Ist das geil? Gibt es ein schöneres Gefühl, als wenn man wach wird von einem Wadenkrampf? Und dagegen hilft viel Trinken und Bananen. Wie ein großer Bananenfreund nicht. Und es gibt also 2 Phänomene, wie man nicht gerne aufwacht. Das eine ist, kennt ihr vielleicht, wenn man eingeschlafen ist. Man ist mal so im Halbschlaf und dann gibt es so eine Muskelzuckung. Die geht durch den ganzen Körper. Dann wird man kurz wieder wach und schläft in der Regel sofort wieder ein. Kennt ihr das? Habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Habe ich früher häufig gehabt, aber mittlerweile habe ich viel zu viel an Nerven. Meine Nerven sind eh ganz aufgedreht. Sowas kriege ich da schon gar nicht mehr mit. Und das andere ist halt diese wunderschönen Krämpfe, wenn man so einen richtig schönen Knoten in der Wade hat und man sitzt senkrecht im Bett. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Es gibt nichts Schöneres. So, wieder rufen zum Auftanken. Kennen wir schon. Hätte ich gar nicht machen müssen, weil wir hatten ja noch was drin. So, einmal hier über Bande gespielt. Gut, dann haben wir das Gewächshaus. Dann haben wir, die nächste Folge beginnt dann mit der Ernte am frühen Morgen. Erstmal gehen wir Eier sammeln. War ja auch das Karneval. Haben auch hier wahrscheinlich Eier gebacken am Morgen, ne? Und wir sehen, da vorne, es ist in der Tat schon reif. Das heißt, ich könnte jetzt schon mal die Zeit ein bisschen runterdrehen. Und ich weiß gar nicht, ob wir für den Raps brauchen wir keinen anderen Mähaufsatz vorne dran. Ne? Den brauchen wir nur für Mais und Kartoffelernter für Kartoffeln und so weiter. Ah ja, und ich bin euch auch noch schuldig, das können wir auf der USA-Map machen. Das Gerät, was ihr bekommt als Bonus, wenn ihr jetzt vorbestellt über unseren Partner, gibt es glaube ich auch noch diesen JCB-Kompaktlader oder so als Bonus.
Steht aber alles auf der Seite beschrieben. Also wenn ihr da guckt, Link ist in der Videobeschreibung. Und mit dem Code GARDERULPURE spart ihr nochmal 10%. Ich finde es übrigens total cool, dass ich euch solche Voucher-Codes oder Voucher-Codes, heißt die doch richtig, jetzt auch anbieten kann. Dass ihr quasi durch das hier Deal quasi nochmal sparen könnt. Finde ich wirklich cool. Vielen Dank nochmal an Games Rocket. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon Games Planet aus Versehen gesagt habe. Ich meine natürlich Games Rocket. So. Ladung bewegen. So, das ist fertig. Achso, nee, Moment. Dann können wir den mal abhängen. Ja, liebe Leute, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da, dass ihr nichts verpassen wollt. Und ich glaube, das hier ist erntereif. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir ernten. Und zwar Rappes. Und dafür, in der letzten Folge haben wir ja schon Kappes geerntet. Und jetzt ernten wir Rappes. Ne? Also, ich glaube, das haben wir nur im Rheinland Kappes, oder? Ja, ich habe nur einen Kopf Kappes mitgebracht, einen Kappes-Kopf. Den habe ich jetzt auch noch eingekauft. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderul.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.